digitaler Vertrieb sind nicht ausschließlich Live-Events, so wie dieses Zukunftszeichen Live, sondern es ist nach wie vor die Regel, dass wir die Situation vorfinden im Homeoffice, wo der Berater, der Kundenberater, der Vertriebler mit seinen Kunden interagiert und etwas vorstellt. Auch da können natürlich manche Dinge vielleicht falsch laufen und umgekehrt kann man natürlich mit kleinen Handgriffen wahrscheinlich jede Menge gewinnen. Insofern möchten wir auch gleich zu Beginn der heutigen Veranstaltung euch mit ersten Tipps versorgen, wie ihr das Erlebnis aus dem Homeoffice heraus weiter optimieren könnt. Und ich würde vorschlagen, wir laufen gleich zum ersten Experten, nämlich zum Chris, der uns da ein kleines Homeoffice sich eingerichtet hat und uns ein bisschen mehr dazu erzählen wird. Insofern gleich schon mal ab an den Chris. Hi Chris. Hi Tech. Ich sehe, du hast dir schon tatsächlich recht gemütlich gemacht bei dir im Homeoffice. Und ich glaube, du hast so dieses typische Setting mal aufgebaut, das man meistens vorfindet im Homeoffice. Und was kannst du uns denn erzählen? Beziehungsweise stell dich doch vielleicht zunächst mal den Zuschauern noch einmal vor. Ja, gerne. Vielen Dank, Wojtek. Der Wojtek steht direkt neben meiner Kamera. Das ist ganz praktisch. Ich bin der Christian Laurin. Ich bin Partner bei Ling.com und zuständig für den Bereich Bewegtbild. Und unter dem Thema Bewegtbild haben wir auch das ganze Thema Livestreaming natürlich auch quasi. Bilden wir das ab. Heute habe ich mich nicht zu Hause im Homeoffice, sondern hier im Studio im Homeoffice möglichst originalgetreu eingerichtet. Nämlich im Moment habe ich eigentlich nicht arg viel mehr als einen Laptop vor mir. Und mit dem kann man fast alles machen, aber ich zeige gleich so die Basics. Denn Vertrieb ist ja heute das Thema. Und ich sage mal, man kennt es ja aus der aktuellen Arbeitssituation. Man trifft sich zurzeit ja wöchentlich zu Meetings, dann sieht man dann, eben zieht man sich auch an, wie man sich eben zu einem privaten Meeting trifft. Heute geht es um den Vertrieb und beim Vertrieb sollte man eben auch die Optik und das ganze Auftreten auch dementsprechend anpassen, auch aus dem Homeoffice. Und manche Dinge werden vielleicht für viele nichts Neues sein, aber so das eine oder andere Thema, man soll sich wirklich, wie wenn man sich ein Hemd und einen Geschäftswagen oder ins Auto steigt, zum Kunden fährt, sollte man sich auch aus dem Homeoffice wirklich gut präsentieren, weil am Ende sind das die paar Prozent, wenn der Zuseher oder der Mensch, mit dem man spricht, ein schönes Erlebnis hat in Bild und Ton, dann hilft das durchaus am Ende auch vielleicht im Verkauf für die Unterschrift, die letzte, die man dann hoffentlich bekommt oder seinen Vertrag. Genau. Im Grunde zeige ich ein paar Bilder. Ich habe gestern ein paar Fotos von mir geschossen, wie man das Ganze nicht macht. Da bitte ich doch den Fabi in Microsoft Teams einmal meine Präsentation zuzuschalten. Und genau, jetzt kann ich sehen, das Ganze müsste ich jetzt im Splitscreen für euch zur Verfügung stehen. Genau. Und zwar, es gibt einfach ein paar Tricks und Kniffe und die gehen wir kurz durch, damit solche Dinge nicht passieren. Das Homeoffice muss in einer Form ein bisschen optimiert sein. Das erste ist die Kameraposition. Also man kennt das und das Häufigste ist, dass man die Decke sieht. Wie auf diesem Bild, weil die Kamera vom Laptop ist ja weit unten und die filmt immer schräg nach oben und da sieht man einfach unvorteilhaft aus und das Bilderlebnis ist nicht perfekt. Also erstmal auf die Kameraposition achten und nachher zeige ich euch dann das Ganze schnell und quick, wie man das einbindet. Ich glaube, bei mir sieht es auch tatsächlich meistens erstmal so aus. Ne? Also ja, ich finde mich hier wieder. Das ist durchaus der Fall. Genau, Bildausschnitt, auch was. Ne? Achtet einfach auf eine schöne Komposition des Bildes, hängt nicht Scheps, setzt nicht komisch drin, weil die Leute sehen alles. Ne? Und von daher, ich sehe so viele Teilnehmer, die irgendwie drin hängen und das ist für mich ein bisschen, naja, der nötige Respekt sollte da sein. Genau, und Licht. Auch eines der größten Themen. Wie gesagt, wir produzieren täglich so viel Film und Licht und Gegenlicht. Das ist das, was die automatischen Geräte nicht so gut können. Denn wenn ein Fenster hinter mir ist, wird mein Gesicht richtig dunkel. Weil die ganzen automatischen Webcams etc., die regeln das alle runter. Also guckt immer, dass das Fenster vor euch ist, ne? Und nicht hinter euch. Eine der Hauptregeln. Genau. Dafür wird mich meine Frau wahrscheinlich... da habe ich die Wohnung ein bisschen zusammengeräumt, dass sie unordentlich aussieht und so sollte es nicht sein. Der Hintergrund ist in dem Fall viel zu kurios, da sind Laptops, Kissen, also achtet eher darauf, dass ihr ein cleanes Setup habt. Eine ganz cleane Wand ist am Ende auch durchaus besser als alles andere. Genau,
Und zu guter Letzt, und das versuche ich auch die ganze Zeit zu machen, auch wenn hier meine Inhalte sind, ich schaue zu euch in die Kamera. Und das ist was, was man trainieren muss. Man ist es häufig gewohnt, dass man dann eben dauernd zur Präsentation schaut, während man spricht. Und hier sind keine Leute im Raum. Und ich schaue runter zur Webcam. Also das passiert häufig. Das ist ja auch tatsächlich, glaube ich, immer eine Herausforderung. So wie du sagst, wahrscheinlich muss man es üben. Man ist es ja auch gewohnt, dem Gesprächspartner in die Augen zu blicken. Ja. Wenn man natürlich den Bildschirm teilt und sein Gegenüber sieht irgendwo in der Ecke, sich dann trotzdem darauf zu konzentrieren, in die Kamera zu gucken, das sollte man geübt haben. Ne? Genau. Und da gibt es ein paar kleine Tricks, mit denen man das Ganze sich optisch besser machen kann. Denn wo ist die Kamera vor mir? Also sollten alle meine Inhalte auch auf diesem Bildschirm sein und nicht irgendwo auf dem zweiten Monitor. Genau, ich würde jetzt am Schluss, und da komme ich auch gleich darauf zu sprechen, braucht man guten Ton. Momentan bin ich über die Regie verbunden, aber wenn man zu Hause sitzt, ist meistens der Laptop da und dieses interne Mikrofon. Es wird immer besser, aber wir empfehlen grundsätzlich, egal ob das jetzt dieses ist oder ein anderes, irgendwie ein kleines USB-Mikrofon und eine Webcam sich zu besorgen. Grundsätzlich, die sind grundsätzlich nicht teuer. Aktuell sind die Webcam-Preise, glaube ich, ein bisschen höher, wie ich gesehen habe, und die Lieferzeit ist länger, also schnell zugreifen oder schon eine haben. Dieses Mikrofon zeige ich euch gleich. Ihr seht mich die ganze Zeit, und da kann die Nathalie vielleicht ein bisschen rüberschwenken, über diese Kamera hier vorne. Das ist mehr oder weniger, kann das jede handelsübliche Spiegelreflex mit einem HDMI-Ausgang sein. Wir haben hier bewusst ein kleines Setup gewählt, weil viele von Ihnen sind vielleicht oder von euch sind auch Hobbyfotografen oder haben tatsächlich so eine Kamera zu Hause. Und man kann über ein HDMI-Kabel und so einem kleinen Konverter, der kostet auch nicht so viel, ich mache jetzt hier keine Verkaufsshow, aber es sind so die Dinge, die man dann doch braucht, um ein Stück weit besser zu sein, mit diesem Konverter quasi in den Laptop reinkommen und dann sogar mit einer recht guten Qualität streamen. Und ich sag mal, so eine Kamera ist im Automatik besser als jede Kamera, die man schlecht positioniert. Also, das dazu. Und ich würde jetzt einmal das Bild wirklich final einrichten, meinen Arbeitsplatz, und dazu würde ich einmal nochmal aus dem Meeting rausgehen, weil ich bin jetzt quasi, ich simuliere jetzt einen Zustand, bevor ich ein Meeting betrete. So, genau, und dazu zeige ich einmal mein Teams, und weil wir live sind, ist alles eben live. Moment. Genau, jetzt sieht man meinen Bildschirm. Und bevor man bei einem Meeting teilnimmt, hat man einen vorgeschalteten Raum. Das ist bei fast allen. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man dann meistens erschrickt und sich plötzlich in der Kamera sieht. Genau, also egal ob Zoom oder eben hier in Teams oder Skype, es ist eigentlich immer gleich. Man muss ein Bild und einen Ton einrichten. Und das, ich sage, die meisten machen das, oder viele, die meisten nicht, entschuldige, aber viele machen das erst, wenn sie drin sind. Und wenn ich jetzt meinen Bildschirm sehe und wie gesagt, ich bin noch nicht im Meeting drin, das ist der Moment, wo ich mich kümmere darum, dass das Ganze passt. Und das ist der Klassiker. Man sieht, wenn der Laptop auf dem Tisch steht, gucke ich schon irgendwie von unten nach oben. Und ich habe hinter mir ein Bücherregal. Ich könnte mir jetzt ganz klassisch einfach einen kleinen Stapel Bücher nehmen. Wenn man vielleicht auf die Nathalie genau kurz gehen könnte. Ich habe mir so ein aus dem ganz normalen Büro einfach mitgenommen ins Homeoffice, stelle das Ganze hoch und klappe meinen Bildschirm ein wenig runter. Und dann ist die Kamera schon auf Augenkontakt, auf Augenhöhe, und dann sieht das Ganze einfach schon besser aus, und für die, die mit dem Doppelkinn zu kämpfen haben, ist das natürlich auch von Vorteil, ich spreche aus Erfahrung. Und ich bocke das ein bisschen hoch, ich stelle mein Mikro vor mich, das sieht man dann eigentlich auch schon gar nicht mehr, und sehe hier das Mikrofon, das Symbol schalte ich jetzt schon mal an, und egal in welchem System man ist, man darf durchaus seine Mikrofone in den Einstellungen auswählen. Das ist fast immer dieses kleine Rädchensymbol. Und hier habe ich schon getan. Ich nehme nicht das interne Mikrofon, sondern mein USB-Mikrofon und könnte natürlich auch einen Testanruf noch durchführen und prüfen, ob mein Setting passt. Und eigentlich denkt ihr, es ist nichts Neues, aber wenn man alles oder fast alles davon bedenkt, sieht man eigentlich im Vertriebsgespräch deutlich besser aus. Zumindest ist die Optik hier auch entscheidend für den Verkauf am Ende. Und genau, wenn ich das wieder schließe, dann ist es passiert, dann komme ich nochmal rein, mache die Kamera nochmal an, bin jetzt auf der Webcam, mache das Mikrofon an und komme nun auch nochmal in den Meetingraum rein und nutze dieses Mikrofon. Einfach, dass ihr hört, wie verändert sich der Ton und wie gut und verständlich bin ich denn noch. Und ich komme hinein. Genau.
Jetzt müssten wir einmal auf die... Genau, alles gut. Genau, ich bin jetzt im Meeting drin und wenn ich hier das Mikrofon anhabe, was der Fall ist, solltet ihr mich jetzt gerade gut hören. Und mehr will ich eigentlich gar nicht zeigen. Wie gesagt, PowerPoint-Präsentationen teilen etc. Da würde ich jetzt gar nicht so sehr auf dem System Microsoft Teams das Ganze im Detail zeigen, weil, wie gesagt, jeder hat ein anderes System. Aber grundsätzlich ist jetzt, seid ihr ready, ein gutes Bild zu liefern.